Hallo zusammen. Wir werden in diesem kurzen Video die wichtigsten Funktionen von WinLave Gold sehen, jetzt verfügbar für Android und iOS. WinLave Gold ist ein wertvolles Hilfsmittel für Musiker und Sänger, für die Verwaltung ihres Musikrepertoires mit einzigartigen Funktionen und Potenzial, das Ergebnis von 30 Jahren Erfahrung, abgeleitet von WinLave Software für PC und Mac. Die kompatiblen Dateien für WinLave Gold sind MIDI, MP3, W, CDG, Video, Lyrics, etc. und je nach diesen ist es möglich, Tonalität, Instrumente und assoziierte Text- oder PDF-Dateien zu ändern. Dies ist möglich, indem man alles in 39 Songlisten verwaltet, plus eine temporäre, die zu diesem Zeitpunkt erstellt wird. Im Gegensatz zur iOS-Version, verfügbar für iPad und iPhone, verfügt WinLave Gold für Android nicht über eine Datenbank, sodass jede der 39 Songlisten einfach mit einem physischen Ordner im Speicher unseres Android-Geräts verbunden werden muss. In der iOS-Version hingegen ist die Erstellung von Songlisten dank der vorhandenen Datenbank genauer und flexibler, da man zum Beispiel direkt Datenbanken importieren kann, die von WinLive Pro-Versionen, von Windows und Mac OS X gespeichert wurden. Nun, nachdem unsere Songlisten erstellt wurden, wollen wir sehen, wie wir vorgehen. Wenn wir eine dieser Listen öffnen, werden wir zuerst die verschiedenen Farben bemerken, die die verschiedenen Dateitypen unterscheiden. Weiß für MIDI, Rot für Audiodateien, Grün für Video, Blau für CDG und so weiter. Spielen wir zunächst ein paar MIDI-Files ab und hören uns die Qualität an, die unser interner Synthesizer wiedergibt. Zweifellos einer der besten Synthesizer, der für Mobile-Systeme verfügbar ist, sodass die Qualität der MIDI-Files auf einer Stufe mit der von MP3s ist. Der interne Synth enthält auch die Klänge der IS-Bank, die gleichen wie in den Pro-Synth-Versionen für Windows und Mac. Wie Sie vielleicht bemerkt haben, war es auch möglich, zwischen zwei MIDI-Dateien zu mischen.
werfen wir nun einen Blick auf die Verwaltung der Marke, sodass wir im Song von einem Punkt zum anderen springen können, und das sogar im Takt. Auf diese Weise können wir unsere Performance einzigartig und unterhaltsam gestalten. Werfen wir einen Blick auf die kompatiblen Dateien für WinLave Gold, um von einem Track zum nächsten zu gelangen. WinLave Gold erlaubt das Lesen von Akkorden, wenn diese in MIDI- oder MP3-Dateien enthalten sind. Denken Sie daran, dass es möglich ist, Liedtexte und Akkorde mit Hilfe von externen Programmen wie WinLave Lyrics für PC Windows und Mac OS X einzufügen. Wir können auch die Tonalität von Videodateien ändern und sie nach der Änderung in WinLive Gold speichern. Alle Dateiänderungen werden virtuell in WinLive Gold gespeichert. Die Originaldatei bleibt unangetastet. Darüber hinaus kann WinLave Gold auch als einfaches elektronisches Musik- und Textlesegerät verwendet werden. Um in den Seiten vorwärts oder rückwärts zu blättern, können Sie auf den unteren oder oberen Rand des Displays klicken oder die entsprechende Taste drücken. Das Display kann auch im Doppelseitenmodus betrieben werden.
Eine weitere wichtige Funktion ist die Verknüpfung eines Leads mit einem PDF und die Programmierung eines automatischen Seitenwechsels. Wir können dann singen und spielen, ohne uns um den manuellen Seitenwechsel kümmern zu müssen. In diesem Lied, Take On Me, von Aha, haben wir den Seitenwechsel in der Ereignisverwaltungsfunktion eingerichtet. Auf diese Weise wird an dem voreingestellten Punkt, in unserem Beispiel bei 46 Sekunden, WinLife Gold, den ersten Seitenwechsel durchführen, und so weiter. Hier ist die Ereignisverwaltungsseite. Neben dem Seitenwechsel können wir auch andere Ereignisse innerhalb unserer MIDI- und Audiodateien verwalten. Um die Genauigkeit zu erhöhen, wird die Position der Ereignisse in Millisekunden angegeben. Weitere Ereignisse werden in zukünftigen Updates verfügbar sein. Und schließlich blättern wir durch die vielen Optionen, die uns zur Verfügung stehen, um unsere Auftritte individuell zu gestalten. Wie Sie sehen können, ist WinLife Gold ein hervorragendes Werkzeug für die Verwaltung des eigenen musikalischen Repertoires. Bitte beachten Sie, dass es kleine Unterschiede zwischen der Android- und der iOS-Version gibt. Beziehen Sie sich immer auf die aktualisierten Funktionen, die hier in der Beschreibung, im Google Play Store oder im Apple Store aufgeführt sind. ProMusic Software widmet sich seit rund 30 Jahren der Herstellung von Live-Software für Musiker, Sänger, Bands oder einfache Karaoke-Enthusiasten. Erwarten Sie also immer interessante Neuigkeiten. Bis zum nächsten Mal.